7.41 Uhr, SWF 3. Wenn bedeutende Politiker ihre Memoiren schreiben, dann geht unter den Ex-Kollegen immer das große Zittern um. Was könnte der wohl ausplaudern? Für uns Normalbürger besteht dann allerdings die Chance, dass Sachen rauskommen, die wir sonst nie erfahren würden. Das war bei Nikita Khrushchev nicht anders. Die Sowjetunion ließ deswegen auch nur einen Teil der Memoiren veröffentlichen. Dem amerikanischen Time Magazine ist es jetzt aber gelungen, an den Rest ranzukommen. Aus Washington, Michael Heiner. 1942 war der sowjetische Diktator Josef Stalin so verzweifelt über den Krieg seines Landes mit Deutschland, dass er heimlich ein Angebot an Berlin unterbreitete. Adolf Hitler sollte große Teile der Ukraine erhalten, dazu Gebiete in Belorussland und in der Russischen Föderation. Aber aus Deutschland kam nie eine Antwort. Diese Erinnerung stammt vom ehemaligen sowjetischen Generalsekretär und Premier Nikita Khrushchev, und sie ist Teil der neuen Memoiren, die das Bild des kommunistischen Führers neu prägen. Ende der 60er Jahre hatte er seine Lebenserinnerungen auf Band gesprochen, nachdem er alle Ämter verloren hatte und quasi unter Hausarrest im Dorf Petrovo lebte. Aber seine Memoiren erschienen damals, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, in gekürzter Fassung. Seine freimütigen Äußerungen blieben der Öffentlichkeit vorenthalten, bis jetzt. Auf verschlungenen Wegen ist es dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Time gelungen, 100 Stunden dieser Bände aufzukaufen. Über den Preis schweigt sich das Magazin aus, aber offenbar hat Khrushchevs Sohn Sergej die Bänder gehortet. Sie sind das Geld allemal wert, denn Nikita Khrushchev, der heimlich als Reformer galt und nach außen hin das kommunistische Regime mit aller Härte verteidigte, zeigt sich regelrecht als Visionär und als Vordenker Michail Gorbatschows. Schon 1968 hatte er erkannt, dass das sowjetische Wirtschaftssystem sich nicht selbst ernähren konnte. Er schlug vor, das kapitalistische System zu nutzen. Gleichzeitig bezeichnet er die kommunistische Lehre als Irrweg. Stalin und andere hätten die Nachkriegszeit falsch beurteilt. Die Zerstörung durch den Krieg sollte Frankreich, Deutschland und Italien zu kommunistischen Systemen machen. Leider, so spricht er ironisch, haben sich diese Länder nicht so verhalten, wie es die marxistisch-leninistische Theorie vorschreibt, und sind kapitalistisch geblieben. Über seine Heimat meint Khrushchev, die Missachtung der Menschenrechte sei falsch. Was für eine Art Arbeiterparadies ist dies, wo Leute in Ketten gehalten werden? Er kritisiert die Zensur und bedauert persönlich, dass er zum Verbot von Boris Pasternaks Roman Dr. Zhivago beigetragen hat. Auch den Einmarsch des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei verurteilt Khrushchev bereits im selben Jahr 1968. Es sei ein Fehler gewesen, Truppen zu schicken, erinnert er sich, weil die Tschechen die engsten Verbündeten Moskaus gewesen seien und die Souveränität des tschechischen Volkes dadurch schwer verletzt worden sei. Wir hätten mehr Respekt zeigen müssen. Dem zeigte aber nicht gegenüber dem kubanischen Präsidenten Fidel Castro. Der habe damals vom Wort Abschreckung keine Ahnung gehabt. Als 1962 die UdSSR vor der Kuba-Krise 42 Nuklearraketen auf der Insel stationierte, wollte Castro sie unbedingt für einen Erstschlag gegen die USA benutzen. Es habe einiges an Überredungskunst gekostet, Castro vom eigentlichen Sinn und Zweck des Nuklearpotenzials zu überzeugen, erinnert sich Nikita Khrushchev.